Gedanken zum Film The Lodge von Veronika Franz und Severin Fiala, dem österreichischen Regieduo, die bereits das Debüt hatten mit Ich sehe, ich sehe, ihrem Film in Österreich auch gedreht, im Gegensatz zu The Lodge, der eine amerikanische, britische Produktion ist. Und Ich sehe, ich sehe es jetzt auch auf Netflix zu sehen. Und der hat mir ehrlich gesagt sehr gefallen. Es handelt sich um ein Kammerspiel. Zwillinge, zwei Jungs, empfangen ihre Mutter zu Hause nach einer OP. Und die Mutter ist halt total verbunden. Man sieht ihr Gesicht gar nicht mehr. Sie ist nämlich Nachrichtensprecherin und dementsprechend möchte sie auch immer frisch und gut aussehen, nehmen wir an. Und wegen der Schwellung und Narben ist ihr ganzes Gesicht komplett verbunden. Man erkennt sie halt nicht. Und die Kinder zweifeln daran, dass es ihre Mutter ist. Und sind sich nicht mehr sicher. Auch die Fotos sind verschwunden in der Wohnung. Alles spielt sie ab in diesem Haus, diesem Kammerspiel. Und dieses Haus ist auch mega stylisch und kühl. Und es ist auch genau das Gegenteil. Also, es ist quasi das Hereditary Midsommar nur umgedreht. Jetzt haben sie erst hell gedreht, Ich sehe, ich sehe, und dann dunkel, The Lodge. Und schaffen so eine gruselige Atmosphäre. Mir gefiel der halt sehr. Kommen wir zu The Lodge. Ein Horrorhaus. Düsternis. Streng geometrisch kadrierte Bilder. Ein Puppenhaus. Schriller Geigensound. Das alles erinnert erstmal an Hereditary. Hat aber nicht wirklich was damit zu tun. Ist auch keine Nachmache, weil der zeitgleich gedreht wurde. Vielleicht in der Post hätten sie noch was machen können in der Richtung, weil er später rauskam, viel später. Das glaube ich jetzt aber nicht. Wenn sie schon ihre Vision hatten. Und um die geht es jetzt hier, ob die funktioniert hat. Und bei The Lodge handelt es sich es geht um eine Familie. Eltern sind getrennt. Wir haben zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Jaden Martell, den kennt man aus S seit kurzem. Dann Kelly Ruth, das ist die Enkelin von Elvis Presley. Die hat man auch schon ein paar Filme gesehen. Aber noch nicht wirklich als Hauptrolle, wie hier jetzt in diesem Film. Und die hat mir immer gut gefallen. Die hat so eine komische Aura. Sieht erst so aus wie so ein Crazy Beauty, kann gut spielen und wirkt auch vielschichtig immer in ihren Rollen. Dann haben wir Alicia Silverstone, die spielt die Mutter. So, worum geht's? Der Vater hat eine neue, Kelly Ruth, und die fahren dann in das Lodge, in die Hütte. Mitten im Schnee, nirgendwo, mit den zwei Kindern. Die kennen die, also sehen dort auch das erste Mal die neue Freundin des Vaters. Dann sind wir in dieser Hütte, der Vater muss zur Arbeit, über Weihnachten ist es auch noch, also quasi ein Weihnachtsfilm für die Hartgesonnenen. Und der Vater lässt die drei dann alleine dort, ne? Okay. Und dann passieren merkwürdige Sachen. Und es wird ein bisschen gruselig. So, mehr will ich dazu nicht sagen. Ganz am Ende werde ich nochmal einen Spoiler-Part dranhängen und dann sage ich Bescheid, dann werde ich erklären, was so passiert ist. Wie wirkt der Film? Also, er wird halt oft mit Hereditary verglichen, wurde aber zur gleichen Zeit gedreht, also es war nie so ein Nachmache-Ding. Vielleicht in der Post-Production, weil er später rauskam, das könnte ja sein, aber das glaube ich jetzt nicht, weil halt so Segmente in dem Film auftauchen wie das Puppenhaus. Dann die Kameraperspektiven manchmal, die Verhältnisse, wie Menschen zum Raum dargestellt werden, was halt eben mit dem Puppenhaus dann immer wieder als Metapher genommen wird und dann vergleichbar ist. Dann wird mal die Bilder werden stark symmetrisch, geometrisch fotografiert, dann aber wieder total organisch mit mega Fisheye-Weitwinkel. Immer unterschieden, das halt so ein bisschen auch Hereditary-Style. Für mich hat der Film nicht funktioniert, weil er zu stark konstruiert war, der Thrill dann fehlte und der Twist irgendwie doof war. Auch wenn sie aus dem Twist dann einen Doppeltwist gemacht haben. Erzähle ich gleich im Spoiler-Part genaueres. Aber wer es nicht zu viel erwartet, dann ist es immer noch besser als eben diese ganzen Jonas Fluch, The Ring oder irgend sowas, The Grudge, meine ich jetzt diese ganzen neuen Remakes. Weil es eben was versucht wird, ein bisschen was anders zu machen und schon eine filmstilistisch-ästhetische, innovativ würde ich es jetzt nicht nennen, aber modern Hereditary Zug aufgefahren ist, sagen wir es dann doch so. Natürlich, manche stehen ja einfach auf Jumpscares, die sollen natürlich in Jonas Fluch gehen oder dergleichen. Aber für alle anderen können sich den ruhig gerne gönnen. Und wie gesagt, Schauspiel ist gut, Bilder sind super, Sound ist auch geil.
Für alle, die jetzt den Spoiler-Part nicht sehen oder hören wollen, schon mal ein Bye. Für alle anderen, beginnen wir jetzt mit dem Spoiler-Part. Bei Ich sehe, dem Debütfilm. Da war es bereits so am Ende. Der eine Zwilling ist natürlich irgendwann gestorben. Und nur noch der kleine Junge sieht die ganze Zeit diesen Zwilling bei sich. Und der redet dann halt immer ein, diese Sachen, das ist nicht unsere Mutter. Und das habe ich leider schon sehr früh gecheckt und fand es halt schlimm, dass es das ist, weil das hätte es nicht bedarf. Überhaupt nicht. Und da ist halt dann so, dass die Kinder dann die Mutter fertig machen und aufwitzen und komische Sachen mit einem Brennglas das Gesicht weg. Und das finde ich alles eine super Metapher für dieses Fremd mit den Eltern und was ist eigentlich meine Mutter und wir entwickeln uns weiter und die Kinder und wie schwer diese Bürde ist, aber auch wieder wie schön und so, das alles, ne? Das fand ich wirklich sehr gut gemacht. Manche mögen den Film, manche nicht. Und wie gesagt, dieser, dass die Kinder sich rächen und so, das kommt jetzt auch wieder in diesem in The Lodge vor. Ja, was haben die gegen Kinder, die beiden Regisseure? Die nämlich, deswegen ist die Metapher hier auch passend mit dem Puppenhaus am Anfang, weil die Kinder das vorbereitet haben, wie sie die neue Freundin fertig machen können und in den Wahnsinn treiben. Indem sie so tun, beziehungsweise alles so herrichten, als würde es in dem Haus spuken. Denn sie haben vorher erfahren, nach der neuen Freundin ihres Vaters recherchiert, dass sie in einer Sekte war und miterlebt hat, wie alle gestorben sind, weil sie sich selbst umgebracht haben, ich weiß es gar nicht mehr. Und hat auch in der Klinik, war in der Anstalt, weil sie dann ein bisschen durchgetickt ist. Jetzt aber auf Tabletten und so weiter, nach einer Behandlung wieder gut drauf ist und haben sie das, machen sich zunutze. Beziehungsweise macht es noch einfacher, sie dann im Wahnsinn zu treiben, indem sie den Strom abstellen, Sachen verschwinden lassen. Das merkt man natürlich nicht. Erst am Ende kommt es heraus, als sie dann wirklich langsam durchtickt, die Tabletten nicht mehr nimmt und so weiter, und sie langsam Angst bekommt, weil sie so ein bisschen sehr, sehr durchtickt, erzählen sie es ihr. Aber das ist dann schon zu spät. Und sie möchte sich und die beiden dann ermorden. Opfern, was auch immer. Dann kommt auch der Vater, der wird auch erstmal gekillt. Dann die Kinder, die kommen auch nicht weg. Und die werden dann auch umgebracht. Ende. Na, also waren es wieder die Kinder. Dieses Konstruierte. Beziehungsweise dieses Konstruierte passt ja zu diesem Film, weil die Kinder ja alles so hergerichtet, konstruiert haben. Eben mit Hilfe des Puppenhauses so geplant haben. Würde das ja wieder passen von der Form und dem Inhalt her. Aber so Entscheidungen wie der Vater fährt dann weg und lässt die mit der neuen Mutter alleine, nachdem Alicia Silverstone die richtige Mutter sich gerade erschossen hatte. Und dann noch in dieser Hütte überhaupt da, so ein bisschen gefährlich. Ne? Es hätte auch nachher so ein Home Invasion-Film werden können. Und dann kommt der Vater wieder, wird natürlich sofort erledigt von der schmalen Riley Keough und die Kinder. Ich meine, der Junge ist jetzt auch nicht mehr 5 oder so, der hätte sie auch wehren können irgendwie mit der Schwester. Kommen es aber auch nicht hin und sind dann alle durch. Ja, dieses Puppenhaus-Ding passt dann hier genauso wie auf Hereditary. Hat es also auch einen Sinn. Hier weniger Metapher in dem Film, sondern eher wirklich als Objekt des Nutzens, weil die Kinder halt damit alles planen, als wie in Hereditary, wo das auch die Metapher ist. Ich spoilere euch auch noch Hereditary, weil ja die Oma oder Mutter aus der Sekte halt wirklich da alles kontrolliert und diese Familie eigentlich gar nichts mehr machen kann, weil die schon lange in diesem Spiel, in diesem Puppenhaus drin sind und von außen wie Puppen halt gespielt werden, konstruiert werden. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt, Puppenspieler, was machen die denn? Und dem gar nicht mehr entfliehen können, dieser Sekte und diesem Schicksal. Und natürlich auch nutzt es der Mutter Toni Collette als Kanal, um die ganzen Sachen zu kanalisieren, die da in dem Film passieren und so. Ne? Ja. Aber wie gesagt, lieber in so einem Film, ne, weil The Lodge immer noch mehr bietet als viele andere Horrorfilme. Manche finden vielleicht mega geil. Wie gesagt, zu Anfang richtig gut und dann wird er immer schwächer und habe ihn nicht rausgeholt. Ja, die Mutter guckt ja ich meine, die neue Mutter, gut, die guckt ja mit den Kindern, die auch so jung sind, guckt ja The Thing. Ja, auch mega brutal ist und gruselig, da in dieser Hütte, da draußen. Und man dann wieder sagen könnte, ja, die guckt das mit den Kindern, weil sie natürlich die neue nette Mutter sein will und alles machen lassen möchte, ne? Egal. Schaut ihn euch an, besonders jetzt so, wenn es noch ein bisschen frisch ist draußen, gemütlich, auch zu Hause dann, wenn er bald rauskommt, oder halt im kuscheligen Kino.